Die Briten hatten die kranke Idee, einen Flugzeugträger aus Eis zu bauen. Und das während des Zweiten Weltkrieges. Die komplette Außenhülle des Schiffes sollte eine Mischung aus Eis und Sägespäne werden. Für eine stabilere Struktur. Und wenn Wasser eintritt, würde das Schiff nicht untergehen. Das Eis schwimmt oben. Und der Klopper sollte 1200 Meter lang werden. Gigantisch im Vergleich zu anderen Flugzeugträgern. Durch die Außenhülle sollten Kühlrohre gehen, die durchgehend von Kühlgeneratoren gefüttert werden, damit das Eis nicht schmilzt. Aber der Materialaufwand war einfach zu groß und der Plan wurde nie umgesetzt. Aber trotzdem.